Verteidigen in Marvel Champions, das ist ein komplexes Thema. Aber genau darum soll es heute gehen und damit hallo und herzlich willkommen. Verteidigen hat sich seit dem Release von Marvel Champions bis zu den jetzt aktuellen 1.5er Regeln immer wieder geändert und es ist auf jeden Fall die Mechanik, wo am meisten Spielfehler entstehen. Wir in der Gruppe spielen auch seit Jahren Marvel Champions und dennoch im Eifer des Gefechts entstehen immer mal wieder Unklarheiten, sodass wir nachgucken müssen oder wir spielen sogar auch mal was falsch. Und Tom und Dirk von der Abteilung für das übermenschliche Recht, das ist ein Marvel Champions Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, haben sich ja schon mal in einer Folge dem Verteidigen gewidmet. Aber ich dachte, ich stelle mir das Ganze visuell nochmal dar und genau darum soll es in dem Video gehen. Ich möchte in diesem Video mit dir die einzelnen Phasen des Verteidigungsprozesses durchgehen. Ihr seht, ich habe hier schon was aufgebaut und möchte auch Beispiele zeigen, wann was triggert, damit ihr einfach nochmal eine Übersicht habt, wann welcher Effekt gespielt werden kann oder wann welche Karte gespielt werden kann. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim Anfang an. Und der Anfang, der uns interessiert beim Verteidigen, ist bereits die Angriffsinitiierung bzw. die Einleitung des Angriffes. Dass man angegriffen wird, passiert für gewöhnlich in Schritt 2 der Schurkenphase. Wenn der Schurke aktiviert wird, dann greift ihr alle Helden oder alle Identitäten in Heldenform an und beginnt in Spielerreihenfolge, greift den ersten an, greift den zweiten an und so weiter. Es kann natürlich auch durch Begegnungskarten passieren, wie zum Beispiel durch Karten von Zusammenrotten, aber am meisten wird man, wie gesagt, in Schritt 2 der Schurkenphase angegriffen. Und jeder Angriff beginnt mit der Angriffsinitiierung. Ich habe ja gerade gesagt, es geht in Spielerreihenfolge. Der Joker, in diesem Fall Juggernaut, sagt, hey, ich greife jetzt an, ich greife Spider-Man an. Und damit legt der Joker sein Angriffsziel fest und das wird auch nicht mehr geändert. Das ist also wichtig schon mal, dass ihr wisst, das Angriffsziel wird vom Schurken festgelegt und ändert sich nicht. Denn dann triggern nämlich Karten und Karteneffekte, die sagen, sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet. Wenn Spider-Mans Pfeil, der Spinnen sind, da darf man also eine Karte ziehen, sobald der Schurke jetzt, sag ich mal, sein Ziel festgelegt hat. Das passiert jetzt sofort. Für euch da ist aber noch wichtig zu wissen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Schurke betäubt ist, dann würde man das betäubt ablegen, statt der Initiierung des Angriffes. Das heißt, wenn Juggernaut jetzt betäubt wäre, dürfte Spider-Man auch keine Karte ziehen. Nun ist das Angriffsziel bestimmt. Spider-Man hatte seine Karte gezogen mit dem Spinnensinn. Nun geht es darum, einen Verteidiger festzulegen. Spider-Man könnte jetzt als angegriffenes Ziel selbst sagen, jo, ich verteidige mit meiner Basisfähigkeit mit der Verteidigung von 3. Er könnte aber auch sagen, okay, ich werfe jetzt Black Cat davor, indem ich sie exhauste. Sie ist die Verteidigerin. Spider-Man bleibt weiter das angegriffene Ziel. Es ändert sich, wie gesagt, nicht. Gleichzeitig könnte Mitspielerin Domino sagen, ich verteidige mit meiner Basiskraft, dann wäre Domino der Verteidiger. Spider-Man bleibt weiterhin das angegriffene Ziel, ich denke, das ist jetzt klar. Außerdem könnten beide jetzt Unterbrechungskarten spielen. Spider-Man könnte jetzt die verzweifelte Verteidigung spielen, damit er auch automatisch als Verteidiger deklariert. Warum? Weil hier nämlich das Wort Verteidigung drinsteht. Das ist also ein Verteidigungsevent, dementsprechend ist er dann auch automatisch Verteidiger laut Regelwerk. Das könnte genauso gut Domino tun. Was wichtig ist, was ihr wissen solltet, es kann immer nur einen Verteidiger auf einmal geben. Das heißt, wenn Spider-Man jetzt sagt, jo, ich verteidige mit meiner Basiskraft, dann kann ich Domino sagen, jo, ich spiele jetzt nochmal hier die verzweifelte Verteidigung, das funktioniert nicht, es gibt schon einen Verteidiger. Andersrum ist es aber so, wenn keiner verteidigt, dann ist es ein unverteidigter Angriff. Das solltet ihr auch wissen. Für unser Beispiel machen wir es jetzt mal so, Spider-Man verteidigt mit seiner Basisfähigkeit. Jetzt wäre nämlich Schritt 3, dass man verdeckte Bußkarten zieht. Die kommen, wie gesagt, erstmal verdeckt vor einen Spieler hin. Im Normalfall hat ein Schurke eine Bußkarte. Durch irgendwelche Upgrades können Schurken aber auch mal 2 Bußkarten haben. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt mal 2 Bußkarten. Nun, in Schritt 4 würden die Bußkarten umgedreht werden und das passiert nacheinander. Ich nehme jetzt die erste Bußkarte, drehe sie um. Und ihr seht, es ist ein Boost-Symbol drauf. Und wir haben aber auch eine Boost-Fähigkeit drauf. Und das ist wichtig, weil nämlich die Boost-Fähigkeit jetzt zuerst abgehandelt wird. Jetzt steht hier, füge einem Verbündeten unter deiner Kontrolle einen Schaden zu. Das heißt, Black Cat würde jetzt erstmal wegsterben. Wir wissen, okay, der Angriff wird schon mal durch 1 verstärkt. Und jetzt würden wir die nächste Boostkarte umdrehen, wo wir dann nochmal 3 Boost-Symbole haben. Und das wiederum ist auch ein kleines Problem. Denn nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nicht mit Spider-Man verteidigt, sondern mit Black Cat. Ihr seht, die hat schon einen Schaden. Wir sagen, okay, nee, Black Cat verteidigt. Black Cat werfen wir davor. Jetzt wird die erste Boostkarte umgedreht. Wir müssen Black Cat leider einen Schaden geben. Black Cat würde wegsterben und wir hätten auf einmal einen unverteidigten Angriff. Wir können jetzt nicht sagen mit Spider-Man, jo, ich benutze noch meine Basisfähigkeit. Das geht nicht mehr.
Wir würden jetzt also die nächste Boostkarte umdrehen und dann würde der Angriff mit 3 plus 4 angreifen. Also insgesamt 7 Schaden. Ihr habt aber die Möglichkeit, nach jeder Boostkarte Unterbrechung zu spielen. Das heißt, ne, wir sind wieder, Black Cat ist wieder am Leben und wir verteidigen jetzt mal mit Black Cat. Denken, okay, das passt schon, dass wir keinen Schaden kriegen. Es wird schon nichts passieren. Und jetzt sehen wir, oh scheiße, wir müssen einem Verbündeten einen Schaden zufügen. Jetzt könnte Spider-Man, das ist nämlich neu ab den 1.5er-Regeln, nämlich trotzdem noch Verteidigungskarten spielen. Und Black Cat bleibt aber der Verteidiger. Wie gesagt, das wurde in den 1.5er-Regeln neu hinzugefügt, dass man Verteidigungsregeln spielen kann. Wenn ein Verbündeter verteidigt, dann ändert sich die Verteidigerrolle nicht. Das würde jetzt nutzen, indem wir nämlich diese Karte ablegen können. Black Cat kann weiter verteidigen. Wir ziehen die nächste. Und der Angriff mit insgesamt 6 geht in Black Cat rein. Und wir als Spider-Man bekommen keinen Schaden. So, nochmal ein anderes Beispiel mit einer anderen Boost-Karte. Wir sagen auch wieder Black Cat verteidigt. Und jetzt haben wir einen Boost von einem Boost-Symbol und der Boost-Fähigkeit, du wirst betäubt. Dann nochmal ein anderes Beispiel mit einer anderen Boost-Karte. Und zwar, wir sagen wieder Black Cat verteidigt. Und jetzt haben wir die kriechende Weide, die ein Boost-Symbol mitbringt und die Boost-Fähigkeit hat, du wirst betäubt. Jetzt könnte man denken, okay, wird Black Cat betäubt. Aber dieses Du bezieht sich in dem Fall auf den Helden, den man spielt. Das heißt, auch wenn Black Cat ehrenvoll für uns verteidigt, Spider-Man wird trotzdem betäubt. Und nochmal zwei weitere Beispiele, die sich auf das Umdrehen und Abhandeln der Boostkarten bezieht. Wir gehen mal davon aus, Domino wird angegriffen von Juggernaut, bekommt 2 Boostkarten, wir drehen die erste Boostkarte um und da steht drauf, du wirst betäubt. Domino denkt sich, oh, das ist nicht so geil. Dann könnte man ja denken, ich habe ja hier den glücklichen Zufall. Da steht drauf, wenn ich eine Begegnungskarte aufdecke, kann ich die ablegen und nochmal eine neue Begegnungskarte beziehen. Boostkarten sind keine Begegnungskarten. Das funktioniert nicht. Es gibt natürlich Karten und Kartenfähigkeiten, wo ihr Boostkarten nochmal neu ziehen könnt, wie zum Beispiel mit Glück und Können. Wenn man könnte jetzt sagen, man erschöpft die, dann könnte man die ablegen. Das würde funktionieren. Aber wie gesagt, Boostkarten sind keine Begegnungskarten. Gut, dann das Zweite. Wir gehen jetzt nochmal davon aus, dass Spider-Man angegriffen wird. Der Angriff ist unverteidigt. Jetzt drehen wir die erste Boostkarte um und sehen, oh je, füge einem Verbündeten unter deiner Kontrolle einen Schaden zu. Dann wäre Black Cat jetzt sofort tot. Black Cat stirbt also schon mal weg. Spider-Man hat vielleicht sowieso nicht mehr so viel Leben. Jetzt kommt noch die nächste Boostkarte. Und das ist nochmal eine leckere Dreier-Boostkarte. Nun könnte Domino sagen, Moment Spider-Man, ich helfe dir. Ich spiele den Präventivschlag. Die besagt, ich hebe alle Boost-Symbole einer Boost-Karte auf. Und der Schurke kriegt dann auf diese Weise für jedes Symbol einen Schaden. Ja, kann sie machen. Allerdings ist da nicht mehr Spider-Man derjenige, der den Schaden bekommt, sondern damit deklariert sich Domino selbst zum Verteidiger, weil, wie gesagt, zuvor gab es ja keinen Verteidiger und sie hat jetzt ein Verteidigungsevent gespielt und damit wird man automatisch zum Verteidiger. Dementsprechend würde jetzt Domino den Schaden bekommen. Deswegen muss man wirklich gut sich absprechen und überlegen, wer der Verteidiger ist. So, ihr wisst also jetzt, dass Boostkarten nacheinander abgehandelt werden und dass die Boostfähigkeiten immer zuerst abgehandelt werden. Nun sagen wir mal für unser Beispiel, Spider-Man wird von Juggernaut angegriffen, Spider-Man ist der Verteidiger. Jetzt kommt die erste Boostkarte. Verbündeter unter Kontrolle erleidet einen Schaden, Black Cat stirbt. Jetzt kommt die zweite Boostkarte und da kommen dann nochmal krasse 3 Boost-Symbole. Jetzt im nächsten Schritt würde man den Schaden der Boostkarten, also die Boost-Symbole, zusammenrechnen mit dem Angriffswert und mit der Verteidigung verrechnen. Also wir haben jetzt insgesamt 3 Angriffe von Juggernaut. Er hat keine Momentum-Marker, da kommt nichts hinzu. Dann hier nochmal ein Boost-Symbol, sind wir also bei 4 Schaden. Und hier nochmal 3, sind wir also bei insgesamt 7 Schaden minus 3 Verteidigung, wären 4 Schaden. Und hier habt ihr auch wieder ein Unterbrechungsfenster, wo ihr Unterbrechungskarten spielt. Spider-Man kann jetzt zum Beispiel die verzweifelte Verteidigung spielen, dann hätte er auf einmal eine 5er Verteidigung und würde nur noch 2 Schaden bekommen. Und was jetzt kommt, ihr könnt beliebig viele Unterbrechungsverteidigungskarten hintereinander spielen. Das heißt, ihr habt jetzt zwar eine Verteidigung von 5, aber ihr denkt euch, ich möchte trotzdem keinen Schaden bekommen, damit mein Held danach wieder spielbereit wird. Also spiele ich nochmal den Gegner trotzdem aus und lege diese Boostkarte einfach ab. Dementsprechend werde ich keinen Schaden bekommen und werde danach wieder spielbereit. Also ihr könnt mehrere Unterbrechungskarten in einem Fenster spielen.
So, wir gehen aber jetzt mal davon aus, dass Spider-Man den Gegner trotzdem nicht spielt. Das heißt, er hat hier insgesamt 7 Angriff minus 5 Verteidigung, würde also 2 Schaden bekommen. Und dann würden wir nämlich in den nächsten Schritt gehen, den Angriffsschaden zufügen. Und da habt ihr wiederum wieder ein Unterbrechungsfenster. Jetzt könnte Spider-Man nämlich sagen, Moment mal, ich spiele jetzt nochmal den hohen Salto aus. Der sagt, ich verhindere 2 Schaden, den ich bekommen würde. Und ich könnte eventuell noch Bedrohung entfernen. Das würde also auch wieder gehen. Und nachdem jetzt der Angriffsschaden zugefügt worden wäre oder ist, dann nach der Unterbrechung kommen erst die Reaktionen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so Karten habt wie unerschütterlich, die Karte besagt, na, wenn man gegen einen Angriff verteidigt hat und keinen Schaden genommen hat, darf ich eine Karte ziehen. Spider-Man hat aufgrund des hohen Saltos jetzt keinen Schaden genommen. Jetzt wird die Karte erschöpft und Spider-Man könnte nochmal eine Karte ziehen. Ihr solltet euch also merken, dass Reaktionen nach den ganzen Unterbrechungen kommen. Und was beim Abhandeln der Angriffe auch noch wichtig ist, in der Reihenfolge, ich hatte ja schon gesagt, der Schurke greift zuerst den Startspieler an, das ist klar. Also Schurke zuerst. Nun könnte es aber sein, dass man noch Schergen mit sich im Kampf hat. Wir gehen mal davon aus, dass die kriechende Weide hier mit uns im Kampf ist. Dann würde als nächstes die kriechende Weide den Startspieler angreifen. Dann geht es weiter. Juggernaut greift als nächstes Spieler 2 an. Hätte Domino jetzt irgendwelche Schergen, würden die Schergen von Domino an sie angreifen und so weiter. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik mit den einzelnen Phasen der Verteidigung, damit ihr das nochmal ein bisschen besser nachvollziehen könnt und hoffe, dass das Video bei euch für Klarheit gesorgt hat. Und wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao und haut rein.